Ich wollte sagen. Jacques. Wenn ich. Also, wir lieben uns ja sehr. Jacques? Wovor, warte mal. Wovor muss ich denn Jacques? Er sitzt. Ach so, du hast dich schon versteckt, Jacques. Oui. Ich hab dich nicht gesehen. Jetzt bin ich rausgefallen. Ja, steig aus. Also, Jacques. Setz mich wieder hin, ne? Ja, ja, wir lieben uns, ja. Na, meistens, ne? Kannst du dich nicht vielleicht hinhocken, sonst habe ich so Schwierigkeiten, dich zu sehen. Ich hab dann Angst, dass du weg bist. Jacques, wir lieben uns ja über alles, see? Na, meistens, ne? Und ich habe au fond schon mal... Ihn hat mal eine Schlange gebissen. Und dann musste ich ihm das Gift aus dem Bein saugen, see? Aus dem Bein, ja. Ich hab das gemacht, weil wir auch uns gut kennen, ja? Ja. Jacques, würdest du das für mich auch tun? Aber jederzeit. Okay, jetzt habe ich eine Frage an dich. Mal angenommen. Und red bitte ein bisschen lauter. Jacques, mal angenommen. Nein, ich weiß, was kommt. Du mal angenommen. Eine Schlange beißt mir in den Penis. Würdest du mir das Gift aussaugen? Oder mich stechen lassen, sterben lassen? Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist, das ist natürlich ganz hinten am Schaft. Also du müsstest ihn halt... wirklich hart schacken, aber um da ranzukommen. Da bringt auch Aussage nichts mehr, da kann man nur noch amputieren. Nee, weil du amputierst ihn ja dann und dann ist es ja trotzdem im Blut. Aber dann würdest du besser hinkommen. Ich habe mal gelesen, der Penis ist wie eine der stärksten Muskeln in die Körper von dem Mann. Ja, ja. Das heißt, da wird ständig so viel Blut durchgepumpt. Das heißt, es wäre eh zwecklos. Ja, es wäre zwecklos. Okay. Na gut. Also müsstest du sterben. Also, na gut, dann sterbe ich eben. Dann darf ich dir einen Rat geben. Ja, bitte. Lass diese perversen Spielchen mit die Schlange. Was? Ui, du hast mich schon verstanden. Sag, was soll das denn jetzt? Na, ich meine doch nur, ich bin nur besorgt um dich. Lass dir also, steck nicht wieder eine Schlange über dein Pipi. Ich weiß, ihre Haut ist schön weich. Und was? Ihr Zischen, weiß ich nicht, ist vielleicht der Anregen. Das kann ja sein. Das ist ja überhaupt kein... No? Wie nennt man, das ist vielleicht einfach nur, glaub mir, ich habe in Paris, habe ich das komischste Zeug erlebt. Und da habe ich auch gelernt, dass ich es nicht bin. Okay. Schwul. Bin ich nicht. Nicht? Ja, bin ich nicht. Aber weißt du was, Jacques? Wir sind immer zu dritt. Meistens. Und was wäre denn, also meistens, aber immer zu zweit. Ja. Aber was wäre denn besser, als schwul zu sein? Wir hätten immer Party, weißt du? Ah, ja. Okay. Das wäre wirklich gut. Das wäre traumhaft. Wir könnten uns lieben auf eine körperliche Art. Ja. Und zwar richtig. Wir könnten alles miteinander ausprobieren. Wir könnten. Wenn einer sich wie eine Frau anziehen möchte, dann kann er das tun. Genau. Aber leider nur. Er wird nicht hart. Bei einer anderen Mann. Ja. Ja, ich dachte nur, weil du halt letzte Nacht hast du halt, obwohl wir verstritten waren, hast du dich an mich gekuschelt, hast die Hand über mich rüber gemacht und hast voll in meinen Schritt gepackt und du hast nicht mal losgelassen. Stundenlang. Naja, wie gesagt, ich hatte einen Albtraum mit einer Schlange. Deswegen hast du so gewrungen und die um deinen Hals gewickelt zweimal, ja, und dann. Nee, das habe ich getan. Ja. Du hast sie auch kurz gebissen, aber das ist egal. Naja, ich musste, sonst hätte sie mich gebissen. Ja. Schlange. Gut, Jacques. Wir haben also, als ich meine Freunde stach, das fahrende Volk, die Richter Gottes, furchtlos im Sattel, Heroes of Strawberry, ich war noch nie in Chantilly, La Mademoiselle, Entschuldigung. Dann haben wir So sitze ich hier und Tanz der Ganoven. Das sind 9 Stück. Und... Jacques, ich würde gerne ein Lied schreiben. Ah, stopp! Ich weiß, dass wir noch nicht haben, Jacques. Die Hexe von Valentine. No. Oh, das ist richtig. Das haben wir noch nicht. Diese Ex. Aber du hast doch schon etwas geschrieben, ne? Ich habe doch schon was geschrieben. Warte, pass auf. Ich muss mein Notizbuch durchblättern. Blätter es durch. Aber langsam. Du bist langsam. Nur für dich, mein Freund.
Und Jacques, weißt du, was ein bisschen nostalgisch ist? Wenn ich mein Notizbuch aufschlage, ist da immer noch die Version von Heroes of Strawberry, die erste. Ja, müssen wir irgendwann auch mal wieder singen. Natürlich, sobald es mir besser geht, gehen wir wieder auf Tour. Deine Stimme, bald ist schon der 29. ne? Ja, bald. Da musst du wieder fit sein. Rauch vielleicht gleich ein paar Engelsechte. Die sind nein, nein, nein. Oh je, da steck ich mir gleich. Oh, Jacques! Ich weiß, was wir noch haben. Ah. Warte, ich schreibe mir das auch direkt ins Notizbuch, dass wir das nicht vergessen. Und schreib dir gleich noch was ins Notizbuch. Aber sag jetzt. Ja, räum den Tisch hier ab. Oh, das spart ihr dir. Dann müssen wir, danach werden wir uns wahrscheinlich darauf vorbereiten müssen, ein Lied über Annesburg, über ein Minenlied, weißt du? Ein Minenarbeiterlied. Möchte okay. Anne Oakley haben. Jacques, hier habe ich noch einen Entwurf. Wir lernten uns kennen, verstanden uns gut, doch eines Tages siegte die Wut. Wir sind keine Freunde, sondern auch Brüder, doch meine Art wird immer übler. Das alles zu sagen, fällt mir so schwer, aber ich glaub mir, Jacques, ich brauch dich so sehr. Oh, jetzt fällt mir was ein. Ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt, oder? Dies, ich werde dir keinen blasen. Nein, nein, das habe ich geschrieben, als du... Es ist wunderschön. Als wir so verschritten waren. Blasen, aber nein, nein, Jacques! Das habe ich geschrieben, als wir so verschritten waren. Na, wann? Welches Mal? Das vorletzte Mal. Ah, okay. Welches Mal, ehrlich. Ach, enfant, das ist Passion. Das verstehst du nicht. Wusstest du, dass auch vorhin seine Familie hat zurückgelassen in Kanada, Alaska? Ich weiß nicht, ob ich ihn männlich respektieren soll. Wer macht denn sowas? Ja, ich hab hier keine andere Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich wusste es tun. Du musst es ein Scheiß. Was ist das denn für eine Aktion? Erzähl! Naja, ich hab halt eine Frau in Alaska und halt auch zwei Kinder. Und weil ich halt die Gang verlassen habe, da habe ich also auch meine Familie hinter mir gelassen. Und die hast du nicht mitgebracht? Auch vor das Arsch. Warum hast du sie mitgebracht? Ich weiß es nicht. Idiot, weißt du, wie gut Kinder arbeiten können? Ja. Und ihr werdet sie hier gebrauchen können. Schreib ihnen einen Brief. Lad sie ein. Ja, unglaublich. Ja, vielleicht eines Tages irgendwann. Ah. Nee, morgen. Direkt morgen schreibst du diesen Brief. Du schreibst diesen Brief auf, von deinem Geld. Nee, den zahle ich sogar vom Geschäftskonto. Okay, sehr gut. Sag danke, lieber Kurtis. Danke, du bist der Beste. Oh, Jacques. Nee. Dann haben wir noch ein Lied. Das heißt natürlich Anna Oakley. Na, ja, weiß ich nicht. Ah! Na, für Dings. Für McElroy müssen wir das natürlich machen. Viele Lieder haben wir schon, ne? Warte. Wir müssen uns bald entscheiden, welche Lieder wir spielen und welche wir nicht mehr spielen können. Genau. Wir müssen die Setlist immer überarbeiten. Ach so, dann haben wir den Tanz der Geloben, genau. Lassen Sie ruhig mal alles zusammen. Aber jetzt... Da ist es. Die Hexe von Valentine. Wir setzen uns in den Saloon, oder? Ja, gute Idee. Super. Auf vorne fahrt die Kutsche in die irgendwo parken. Jacques, komm. Ja. Hey. Oh. Okay, nein. Hey. Aus dem Weg. Da. Oh. Alles gut, ihr zwei. Oh, mon Dieu. Ich konnte aus dem Teller kommen, das waren zwei Idioten vor der Telegrammstation, die meinten Böller zu werfen. Wo sind zwei Idioten? Wo sind die zwei Idioten? Dumme Kinder, oder was? Wo sind die? Hier ist Munition gelagert. Das sind einfach absolut dumm, auch vor den Pferden und alles. Wo sind die? Irgendwo noch stehen, glaube ich, immer noch vor den Pferden. Jetzt sind sie weg, gerade eben waren sie noch da. Ja, toll. Wo sind die Pfeifen? Ja,
Die haben sich scheinbar verpisst, die standen hier gerade noch. Hey, wir haben da Munition gelagert und alles. Oh. Entschuldigung. Wenn da irgendein Querschläger ins Fenster unten reinknallt, fliegt uns der ganze Laden um die Ohren. Absolut. Und die war teuer, die Munition. Das ist scheißegal. Sträuber, die brennt dann. Und explodiert. Wir werden hier keine Böller verkaufen. Das sag ich dir. Jack, Vollgas nach oben. Auf geht's. Der letzte da ist Owen. Das war knall. Oh! Da ist noch eine Stufe. Aua! Okay. Ich würde sagen, Owen ist Owen. Puh. Ja, genau. Ich bin Owen. Also, wo waren wir? Dieses miese Teil anzuschauen. Geht ihr des Nachts durch Valentine? Seid dabei niemals allein. Tut es doch und hört ihr lachen. Viel zu spät, ihr Narren. Ah, das ist besser. Passt besser rein. Viel zu spät, ihr Narren. Okay. Viel zu spät, ihr Narren. Das Lachen klingt wie Höllenleute. Rennt schnell weg, sie will euch häuten. Sie wird euch alles rauben. Erst die Zähne, dann die Augen. Ihre Kräfte und alle Absichten bringen Verderben. Macht viel mehr Sinn. In ihrer dunklen Hütte lässt sie ja. Lässt sie eure Seelen sterben. Ich drehe mal Kräfte und Absichten um. Ihre Absichten und Kräfte bringen nur Verderben. Ihre dunkle Nöte lässt sie alle Seelen sterben. An deiner Seele wird sie nagen. Den Dämon muss man jagen. Da hilft auch kein Gewehr. Da muss ein Scheiter auf und nachts durch Valentine, seid dabei niemals allein. Tut ihr's doch und hört ihr lachen. Viel zu spät, ihr Narren. Das Lachen klingt wie Höllenfeuer. Aber warte mal, tut ihr's doch und hört ihr lachen. Und ist es schon zu spät, ihr Narren? Und jetzt sagen wir wieder, das Lachen klingt wie Höllenleuten. Da können wir sagen, es klingt. Weil man weiß ja schon, dass es ums Lachen geht. Es klingt. Ja, weil dann habe ich mir ein bisschen mehr Zeit zum Luft holen. Geht ihr des Nachts durch Valentine, seid dabei niemals allein. Tut ihr's doch und hört ihr lachen, ist es schon zu spät, ihr Narren. Es klingt wie Höllenläuten, rennt schnell weg, sie will euch häuten. Sie wird euch alles rauben, erst die Zähne, dann die Augen. Erst die Zähne, dann die Augen. Valentines Dunkelheit, die Exer wacht mit diesem trüben Blick. Ihre dunkle Seele gibt ihr Macht. Auf einem Auge ist sie blind, sieht nur das süße Blut im Kind. Sie will es nur noch an sich reißen und mit Blutlust in den Hals reinbeißen. Geh
geh dir des Nachts durch Valentine, sei dabei niemals allein. Tu dies doch und hört ihr lachen, zu spät ihr Narren. Das Lachen klingt wie Höllenläuten, rennt schnell weg, sie will euch häuten. Sie wird euch alles rauben, erst die Zähne, dann die Augen. Erst die Zähne, dann die Augen. Euch alles rauben, erst die Zähne, dann die Augen. Es ist die Hex von Valentine, sie stinkt wie Schwein. Wir denken uns, das kann nicht sein. Ich drück mein Pimmel in sie. Ach so, ja? Scheiße, Entschuldigung, tut mir leid.